Unsere Produkte sind 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Kulturstiftung Sachsen-Anhalt erhält Fördermittel. 3,1 Millionen Euro für das Kloster Michaelstein. Spendenbeiträge vom Bürgerfrühstück. Scheckübergabe im Rathaus. Bauerndemo vor dem Magdeburger Landtag. Landwirte protestieren gegen die aktuelle Agrarpolitik. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Nach der Niederlage gegen Altklinike geht es für die Halberstädter Germanen am kommenden Samstag um drei wichtige Punkte. Bei dem Heimspiel im Friedensstadion geht es diesmal gegen den Hertha BSC 2 auf den Platz. Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen. Der VfB hofft auf zahlreiche Unterstützung der Fans. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Kulturstiftung Sachsen-Anhalt erhält Fördermittel. 3,1 Millionen Euro für das Kloster Michaelstein. Feierlich umrahmt wird die Fördermittelübergabe im Salon des Klausurgebäudes vom Kloster Michaelstein durch Musik des 18. Jahrhunderts. Staats- und Kulturminister Rainer Robra überreicht an den Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt einen Förderscheck von über 3,1 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ja, wir schließen jetzt noch eine Lücke sozusagen in der Gesamtkonzeption, indem wir den gesamten Freiraum hier im Kloster neu beplanen und damit das Kloster also insgesamt in einen Zustand bringen, der wirklich froh stimmt und glücklich stimmt, auch wenn man dann später diese schöne Anlage besuchen wird. Und dadurch werden die Besucherinnen und Besucher einfach Lust haben, hier noch länger zu verbleiben, als es ohnehin der Fall ist. Die Übernachtungskapazitäten, die die Kulturstiftung jetzt durch die Eigenbewirtschaftung des Restaurants und Hotels hier sicherstellen können, trägt auch dazu bei, dass die Verweildauer verlängert werden kann. Und solche Oasen im Lande Sachsen-Anhalt, im Harz auch, der ohnehin touristisch attraktiv ist, anbieten zu können, das bringt uns, glaube ich, ein ganzes Stück nach vorne. Das an der Straße der Romanik gelegene Kloster Michaelstein, das im 12. Jahrhundert von den Zisterziensermönchen gegründet wurde, hat zahlreiche bauliche Veränderungen erlebt und wurde unterschiedlich genutzt. Heute beherbergt es neben einem Museum auch die Musikakademie für Bildung und Aufführungspraxis in Sachsen-Anhalt. Die Anlage fasziniert noch immer durch ihr mittelalterliches Flair. Die Klostergärten rückten immer mehr ins Blickfeld der Touristen und sie wurden 2018 ins Tourismusnetzwerk Gartenträume in Sachsen-Anhalt aufgenommen. Diese wurden nach mittelalterlichen Quellen wieder angelegt. An der geschützten Südseite befindet sich, eingeschlossen von einer Mauer und abgetrennt von einem Weidenzaun, der Kräutergarten. Auf der rund 800 Quadratmeter großen Fläche wachsen 260 verschiedene Kräuter des Mittelalters. Duft, Wild, Gewürz und Heilkräuter sind hier ebenso zu finden wie Färbe, Sympathie oder Zauberpflanzen. Seit 1990 ist dieser Garten für die Besucher zugänglich. Nachweislich bis zum 18. Jahrhundert befand sich an der Ostseite des Klosters ein bewirtschafteter Garten. Nach historischem Vorbild wurden hier wieder Gemüse und Kräuter auf den Hochbeeten zwischen den langgestreckten Wegen angepflanzt. Das Nahrungsmittelangebot vergangener Zeiten war umfangreicher, als wir denken. Rund 100 verschiedene Pflanzenarten wachsen hier. Dazu zählen sowohl mittelalterliches Gemüse und Obst als auch Sorten des 17. und 18. Jahrhunderts. Das Refektorium und die anderen Räume eignen sich gut für Konzerte, sind aber oft zu klein gewesen. Deshalb wurde 2015 die Scheune am Wirtschaftshof als Aufführungssaal umgebaut. Somit verfügt das Kloster über eine große Konzert- und Versammlungshalle, die den Wirtschaftshof gemeinsam mit der Gaststätte zum Weißen Mönch südlich begrenzt.
In einem 2019 eröffneten Pavillon an der östlichen Seite des Hofes wurde wieder die eingelagerte Musikmaschine, die im 17. Jahrhundert nach Plänen von Salomon de Gauss gebaut wurde, zum Leben erweckt. An der nördlichen und westlichen Stirnseite des Hofes befinden sich Unterkunfts- und Probenräume für die Teilnehmer von Musikseminaren. Was noch fehlt, ist die Gestaltung des Innenareals. Weil an der Stelle im Klosterhof von Michaelstein kommen eben alle unterschiedlichen Besucher, die ja ganz unterschiedliche Interessen haben, also die Besucher der Musikakademie, der Kulturtourist, Kinder und Jugendliche, die hier bei unseren museumspädagogischen Veranstaltungen mitmachen wollen, zusammen. Das ist sozusagen der erste Anlaufspunkt, von dort werden sie verteilt. Deswegen muss dieser Hof gestaltet werden als das Scharnier für alle Bereiche von Kloster Michaelstein. Bedeutet das jetzt, dass es auch barrierearm gestaltet wird? Das ist ein Hauptziel. Bislang ist nur die eigentliche Klausur mit dem Museum barrierearm gestaltet. Unsere Gästehäuser, das Café, das Restaurant, die aufenthaltenden Seminarräume müssen noch barrierefrei oder barrierearm erschlossen werden. Und das ist ein zentrales Anliegen dieses Vorhabens. Was sagen Sie zu dem Projekt, was jetzt umgesetzt wird? Das ist ein wunderbares Projekt. Ich meine, es gab ja auch einen Architekturwettbewerb mit ganz vielen wirklich guten Ideen, aber dieses Projekt hat uns deswegen überzeugt, weil es einfach sehr sensibel auch mit dem Denkmal umgeht. Wir befinden uns ja hier in einem ganz wichtigen bauhistorischen, kulturhistorischen Ort in der langen Geschichte. Darauf muss man eingehen. Das muss man sozusagen im Hinterkopf behalten, wenn man neu gestaltet, sensibel und zurückhaltend. Gleichzeitig werden aber neue Räume geschaffen, wo die Besucher verweilen können, wo sie also sozusagen aufgefordert werden, länger in Michaelstein zu bleiben. Und das sind zwei Ansätze dieses Entwurfs, die uns hier überzeugt haben. Bereits im Herbst 2017 wurde der Wettbewerb ausgeschrieben. Von den 25 eingereichten Projekten nahm die Jury 10 in die engere Auswahl. Sie ermittelte den dritten, den zweiten sowie den ersten Platz und vergab außerdem einen Anerkennungspreis. Der Gewinner, der Landschaftsarchitekt Gunter Fischer aus Solingen, erhält die Urkunde und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Seine Gestaltung überzeugte die Mitglieder der Jury. Bei einer öffentlichen Führung erläutert Landschaftsarchitektin Daniela Süßmann, was hier umgesetzt werden soll. Die Besucher kommen vom Parkplatz, vorbei am Friedhof, passieren dann das Tor und werden quasi auf den Innenhof geleitet. Und man kann ja jetzt, wenn man im Hintergrund, hinter mir sieht man ja unterschiedliche Materialien. Wir haben Asphalt, wir haben Schotter, wir haben ja ein klein bisschen Pflaster. Es wird auf jeden Fall ein einheitlicher Pflasterbelag hier liegen. Wir gehen davon aus, dass es Granit sein wird, harztypisch. Zwar kein Harzgranit, weil es hier gar nicht mehr abgebaut wird oder nur noch in kleinen Mengen, aber wir werden mit einem Granit arbeiten. Und wir haben Musterflächen. Flächen sind im Endeffekt, es ist ein Kleinsteinpflaster, es ist barrierearm. Man kann also sehr gut auch mit einem Damenschuh über die Flächen gehen oder, sag ich mal, der Rollator, der Kinderwagen. Also es ist einfach barrierearm, eine barrierefreie Fläche. Da haben wir hier dann schon auch Neigungen, die zum Teil über 6% liegen. Es ist eine Linie, die man sich vorstellen muss von dem Gebäude des alten Stallgebäudes nach hier unten in Richtung Remise und Musikmaschine. Und die Wiesenfläche liegt dann als Oval in der gesamten Fläche. Es wird eine umlaufende Linie geben aus Pflaster oder aus einer Platte, wo das die Entwässerung mit aufgenommen ist. Und dann haben wir eben die neuen Baumpflanzungen. Im Augenblick ist ja dieser Hof eigentlich fast baum- und strauchlos. Und da werden wir auf alle Fälle mit 3 Großbäumen und 5 Amelanchen, die eine wunderbare Blüte und Herbstfärbung haben, da noch so ein Highlight bringen. Beleuchtung werden Stelen eingebaut werden. Das sind schlanke Lampenkörper. Man sieht ja jetzt noch diese Lampen, die oben irgendwie so einen Peitschenausleger haben. Also das wird eine ganz moderne Leuchte sein, die auch in der Lage ist, die Fassaden intuitiv anzustrahlen und einen Hinweis zu bringen, wo ist mit einer besonderen Ausleuchtung heute Abend das Konzert oder hier in der Musikmaschine eine kleine Veranstaltung.
Mit den veranschlagten 3,9 Millionen Euro für diese Maßnahme ist die Erhöhung der kulturhistorischen Attraktivität und Neugestaltung der Freiflächen bis Ende 2020 geplant. Und zu Ihrer vorigen Frage, keine Sorge, dafür gibt es Hausbesuche. Mausbesuche? Klar, das geht auch in der Reha. Rehare? Und für die erste Zeit danach hat er ja dann die Gehhilfe. Eine Gehhilfe, die Papa überall hinbringt. Und das macht alles die AOK? Wie auch immer Sie sich gesund werden vorstellen, wir beraten Sie gern. AOK, die Gesundheitskasse. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Spendenbeiträge vom Bürgerfrühstück. Scheckübergabe im Rathaus. Nachdem sich zu Beginn des Septembers einige Bürger und Vereine auf dem Holzmarkt zur gemütlichen Frühstücksrunde trafen, werden nun die eingenommenen Gelder für die gemieteten Tische in Form eines Schecks an 4 lokale Vereine überreicht. Unter den 4 Vereinen befinden sich die Musikschule Fröhlich, die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt, das Diakonische Werk im Kirchenkreis Halberstadt e.V. und der Verein für krebskranke Kinder. Jeder dieser Vereine hat ein anderes Ziel, welches mit dem Geld erreicht werden soll. Der Verein für krebskranke Kinder möchte einen Erholungsort zwischen Wolfsburg und Gifhorn stärken. Die Verbraucherzentrale möchte ihren Standort mit den Geldern wieder stärken. Die Musikschule Fröhlich finanziert sich ihre Freizeitaktivitäten und Probefahrten der Schüler. Und das Diakonische Werk im Kirchenkreis Halberstadt e.V. möchte den Jugendlichen mit der Besorgung von Lehrmitteln in der Freizeit mit einem Nachhilfeprogramm helfen. Durch die Bürger und Vereine Halberstadts konnte eine Spendensumme von 555 Euro je Verein übergeben werden. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Am Freitag, dem 25. Oktober, gibt es bei gemäßigten Temperaturen heiteres Wetter. Morgens ist es wolkenlos bei 13 bis 15 Grad. Bei 16 bis 17 Grad bleibt es in den Mittagsstunden weiterhin klar. Am Abend ist es bei 13 bis 14 Grad verhangen. Der Himmel bleibt bei 12 bis 13 Grad über Nacht bedeckt. Die Aussichten für den Samstag sind wolkig bei etwa 13 Grad. Bauerndemo vor dem Magdeburger Landtag. Landwirte protestieren gegen die aktuelle Agrarpolitik. Es kündigte sich bereits auf den Zufahrtsstraßen nach Magdeburg an, hier auf der Ortseinfahrt aus Richtung Süden. Hunderte Landwirte machten sich mit ihren Traktoren auf den Weg zum Landtag, um dort gegen die aktuelle Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung zu protestieren. Kurz nach 12 bogen die ersten Zugmaschinen auf die Straße rund um den Domplatz ein, der von der Polizei in Erwartung der Demonstranten bereits weiträumig abgesperrt worden war.
Transparente und Plakate, gern auch an den hydraulischen Hebezeugen befestigt, dokumentierten den Protest der Bauern, die sich von der Politik über den Tisch gezogen fühlen. Jochen Ricke, ein Landwirt aus der Gegend bei Stassfurt, brachte es auf den Punkt. Wir haben leider mittlerweile erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir müssen unser Getreide zu Preisen produzieren, wie es in den 70er Jahren in Westdeutschland gezahlt wurde. Bei den Rüben haben wir mittlerweile deutlich weniger Entgelt als vor 30, 40 Jahren. Und diese Kostendisziplin, die damit in Verbindung steht, führt dazu, dass wir natürlich die sonstigen gesellschaftlichen Anforderungen mittlerweile kaum noch erfüllen können. Wir würden gerne, wenn wir mehr Erlöse hätten, auch das eine oder andere, was mittlerweile von uns erwartet wird, auch darstellen können, erfüllen können. Aber dazu sind die momentan wirtschaftlichen Bedingungen nicht ausreichend. Dieser Protest war im Übrigen nicht von offizieller Seite, wie beispielsweise dem Landesbauernverband, organisiert worden, sondern hier fanden sich Landwirte über die sozialen Medien zusammen, die alle dieselben Probleme haben. Sie verteilten dazu unter anderem Flugblätter an interessierte Bürger, aber auch einige Parlamentarier, wie hier der CDU-Landtagsabgeordnete Markus Kurze, fanden sich bereit zum Gespräch. Denn zeitgleich tagte der Landtag. Allerdings nicht, um sich mit den Problemen der Bauernschaft zu befassen, die sich diesmal vor allem auf die Verschärfung der Düngeverordnung, den Schaden durch den Import von Agrarprodukten zu Billigpreisen, die ständige Benennung der Bauern als Umweltsünder oder das Glyphosatverbot bezogen. Das Thema ist sehr komplex und schwierig natürlich für Außenstehende nachvollziehbar. Als Folge suchen wir den Dialog hier, nicht nur mit der Politik, sondern auch mit der Bevölkerung, und haben diese Art der Darstellung gewählt. Die Demonstration bewegte mindestens 300 Traktoren aus allen Teilen Sachsen-Anhalts in die Magdeburger Innenstadt. Aber dies war bei weitem nicht die größte Demo dieser Art gegen das Agrarpaket in Deutschland. So sollen beispielsweise nur in Bonn mehr als 1500 Traktoren zusammengekommen sein. Sie alle forderten direkte Verhandlungen zwischen den Landwirten und den Bundesministerinnen Klöckner und Schulze. Verhandlungen, an denen auch die führenden Nichtregierungsorganisationen teilnehmen sollten, die von den Bauern ebenfalls als Verursacher ihrer Probleme ausgemacht wurden. Gegen 15 Uhr begaben sich die Landwirte wieder auf Heimreise, sodass am späten Nachmittag auch die Behinderungen im Magdeburger Straßenverkehr aufhörten. Ihr Elektronikpartner, seit 20 Jahren erfolgreich hier an diesem Standort in Quedlinburg. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. Die Spezialisten für Spitzentechnik mit persönlicher und individueller Beratung. Mein Service macht den Unterschied. EP Mediapark Schubinski. Ihr Partner für Haushalts- und Elektrotechnik in Quedlinburg. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Die Ausstellung Das Comeback
Die Sonderausstellung in Halle ist der nächste Höhepunkt im Jubiläumsjahr 100 Jahre Bauhaus. Selten oder bisher gar nicht gezeigte Werke finden im Kunstmuseum Moritzburg in Halle ihren Platz. Die Bauhausmeistermoderne können Sie ab jetzt bis zum 12. Januar besuchen. Klassikfreunde, aufgepasst! Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode begrüßt Sie gemeinsam mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck zur Stunde der Klassik im Oktober. Freuen Sie sich im einmaligen Ambiente des Fürstlichen Marstalls auf Werke von Beethoven, Brahms und Schrecker. Die musikalische Leitung obliegt Musikdirektor Christian Fitzner. Unterstützt werden die Orchester von Matthias Kirschenreit am Klavier. Karten für die Stunde der Klassik erhalten Sie in der Touristinformation Wernigerode und unter www.pkow.de. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Am 26. Oktober um 19 Uhr eröffnet in der Blasikirche in Quedlinburg die Ausstellung Uns reicht's, Bilder des Umbruchs in Quedlinburg 1989. Dabei handelt es sich um eine Fotoausstellung mit Bildern aus der DDR. Die einen sind von einem ehemaligen SED-Mitglied und auf der anderen Seite gibt es Bilder eines der unzufriedenen Bürger als Kontrast. Die Eindrücke von Uwe Gehrig und Jürgen Meusel sollen mit der Gegenüberstellung der verschiedenen Wahrnehmungen der DDR die Besucher zum Entdecken eigener Geschichten und Zusammenhänge bringen. Bis zum 23. November diesen Jahres soll die Ausstellung noch in dem Kirchengebäude Quedlinburgs bleiben. Geöffnet ist die Ausstellung dann von 10 bis 17 Uhr montags bis samstags und 12 bis 17 Uhr am Sonntag. Der Eintritt für die Ausstellung ist frei. Eindrücke aus vergangener Zeit werden am 28. Oktober in der Blasikirche in Quedlinburg gezeigt. Um 20 Uhr beginnt die Filmvorführung des Dokumentarwerks Leipzig im Herbst, das in der Zeit vom 16. Oktober bis 8. November entstand. Dabei geht es um Gespräche mit allen Mitwirkenden an der friedlichen Revolution. Der Regisseur Gerd Kroske wird an dem Abend vor Ort sein, über die Entstehung und die Produktion des Films reden und sich Fragen des Publikums stellen. Seien Sie also bei der Dokumentarfilmnacht mit Regisseur Gerd Kroske am 28. Oktober um 20 Uhr in der Blasikirche in Quedlinburg dabei und fangen Sie die Bilder der friedlichen Revolution gemeinsam auf. Am 29. Oktober um 20 Uhr treffen sich in der Blasikirche in Quedlinburg einige Poetry Slammer aus Deutschland, um einen Wettbewerb mit Texten über die DDR, ihr Ende und die Nachlebenden zu veranstalten. Moderiert wird das Event von der Magdeburgerin Josephine von Blütenstaub. In 7 Minuten tragen die 7 Teilnehmer ihre Texte vor. Im Teilnehmerfeld befinden sich unter anderem der Wernigeröder Aaron Box, der dieses Jahr den Klopstock-Preis gewann, und Tobi Kunze, welcher nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, Afrika und auf Zypern mit seinen Texten unterwegs ist. Am Ende bewertet die Moderatorin zusammen mit dem Publikum die Werke und wer gewonnen hat. Der Eintritt kostet 5 Euro und Karten können vorab in der Quedlinburg-Information im Markt 4 in Quedlinburg erworben werden. Verpassen Sie das lyrische Event am 29. Oktober um 20 Uhr in der Blasikirche in Quedlinburg also nicht. Wenn das Fass überläuft, ist ein Theaterstück, das von der Theatergruppe Mitmischen entwickelt wurde. Unter der Leitung von Markus Bölling werden die Impulse der friedlichen Revolution auf das Heute übertragen. Regelmäßig haben sich die Jugendlichen über ein Jahr lang mit dem Thema der friedlichen Revolution und Eindrücken von mehreren Mitwirkenden auseinandergesetzt und das Theaterstück geschaffen. Aufgeführt wird es am 26. Oktober um 20 Uhr und am 27. Oktober um 18 Uhr in der Kirche St. Benedikti am Markt und am 30. Oktober um 20 Uhr in der Blasikirche in Quedlinburg. Am 31. Oktober um 20 Uhr tritt das Trio 3 in der Blasikirche in Quedlinburg auf. Gemeinsam entwickelten sie ein reines Gerhard-Gundermann-Programm
um den 1998 verstorbenen Musiker zu ehren. Gerhard Gundermann trat auch in Quedlinburg auf und mit dem Konzert sollen ebenfalls alte Erinnerungen wach werden. Nach der musikalischen Unterhaltung wird der preisgekrönte Spielfilm Gundermann von Andreas Dresen gezeigt. Der Eintritt für den Abend kostet 8 Euro und Karten können vorab in der Quedlinburg Information im Markt 4 in Quedlinburg erworben werden. Zahlen Sie also mit Hilfe der kulturellen Beiträge am 31. Oktober um 20 Uhr in der Blasi-Küche in Quedlinburg in eine vergangene Zeit ein. Gerhard Schöne tritt am 1. November um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg auf. Der berühmte Musiker war schon in der DDR ein Künstler mit einem liebevollen Blick auf die Menschen. Nach dem Umbruch 1989 setzte sich seine Popularität fort. Er veröffentlichte noch 25 weitere Alben für Jung und Alt. Der Eintritt für den Abend kostet 15 Euro und Karten können vorab in der Quedlinburg-Information im Markt 4 in Quedlinburg erworben werden. Lauschen Sie am 1. November um 20 Uhr in der Blasi-Kirche in Quedlinburg dem bekannten DDR-Musiker. Ein DDR-Quiz für alle mit Fragen über den Alltag, die Politik und die Kultur der DDR. Am 2. November um 20 Uhr stellt der Quizmaster Valerian Herdam in der Blasi-Kirche dem Publikum Fragen rund um die damaligen Zeiten. Mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und einem Punktesystem wird am Ende ein Siegerteam bestimmt. Zur Auflockerung der angespannten Wissensatmosphäre bieten Unterhaltungseinlagen kurze Verschnaufpausen für die Teilnehmer. Nehmen Sie am 2. Oktober ab 20 Uhr in der Blasi-Küche in Quedlinburg am DDR-Quiz teil und testen Sie Ihr Wissen oder die Erinnerungen an die damalige Zeit vor dem Umbruch. Bis zum 23. November gibt es in der Blasi-Kirche in Quedlinburg die Ausstellung Uns reicht's, Bilder des Umbruchs in Quedlinburg 1989. Dabei handelt es sich um eine Fotoausstellung mit Bildern aus der DDR. Die einen sind von einem ehemaligen SED-Mitglied und auf der anderen Seite gibt es Bilder eines der unzufriedenen Bürger als Kontrast. Die Eindrücke von Uwe Gehrig und Jürgen Meusel sollen mit der Gegenüberstellung der verschiedenen Wahrnehmungen der DDR die Besucher zum Entdecken eigener Geschichten und Zusammenhänge bringen. Bis zum 23. November diesen Jahres soll die Ausstellung noch in dem Kirchengebäude Quedlinburgs bleiben. Geöffnet ist die Ausstellung dann von 10 bis 17 Uhr montags bis samstags und 12 bis 17 Uhr am Sonntag. Der Eintritt für die Ausstellung ist frei. Im Schraubenmuseum findet vom 21. September bis 24. November eine Ausstellung zum Thema Schachelefanten statt. Die von Chess Collector International zusammengetragene Sammlung umfasst Schachspiele aus aller Welt. Damals nutzte man nämlich Elefanten, welche später durch den uns heute besser bekannten Läufer ersetzt wurden. Außerdem wird damit der Kunsthistoriker Hans Holländer geehrt, welcher die Kunstgeschichte des Schachs verbreitet und publiziert hat. Unter den Ausstellungsstücken finden sich auch die genannten Elefantenfiguren. Die Ausstellung ist bis Ende Oktober von 10 bis 17 Uhr und im November von 10 bis 16 Uhr für Sie geöffnet.